wurde in Peru durch die sozialdemokratische Regierung Alan Garcias die hart erkämpften Gefangenenkollektive durch militärische Einheiten gestürmt und über 300 politische Gefangene ermordet. Seither ist dieser Tag ein internationaler Tag der Solidarität mit politischen Gefangenen weltweit. Die Gefangenen hatten sich befreite Zonen erkämpft, in denen sie ein selbstbestimmtes Leben organisierten. Dazu gehörten Bibliotheken, Schulungen, Veranstaltungen, Selbstversorgung, Sportanlässe, medizinische Selbsthilfe und weiteres mehr. Ähnliche Situationen hatten sich die politischen Gefangenen im spanischen Staat, von der PCR und der FARPO, im Baskenland oder in Türkei erkämpft und sich darin organisiert. Auch in der Türkei konnten diese befreiten Zonen in verschiedensten Questen durch den Staat nur mit massivsten militärischen Mitteln im Norden zurückerobert werden. Auch sie hatten drin das erkämpft, für das sie draußen mit aller Konsequenz den Kampf aufgenommen haben. Die Paragraphen 129 richten sich im Grundsatz gegen alle Initiativen, die die grundsätzliche Kapitalismuskritik in Theorie und Praxis mit der Entwicklung revolutionärer Perspektive verbinden wollen. Organisierung und Kollektivität Spanien, Belgien und der Schweiz.